Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen DM-Haul auf meinem Kanal. Ja, ich habe jetzt eine ganz lange Liste gehabt und das wird auch ein ganz langes Video, da bin ich mir ziemlich sicher. Schnappt euch eine Tasse Kaffee, schnappt euch eine Tasse Tee, was auch immer ihr mögt, macht's euch gemütlich und ja. Ich habe insgesamt über 100 € bezahlt, ich glaube 116, ich blende es euch ein. Und was es geworden ist, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die Preise werde ich euch wieder versuchen einzublenden und es geht erstmal mit Basics los. Aber ich kann euch sagen, es ist wirklich von allem was dabei. Also es wird ein cooler Haul. Ja, als erstes dieses super niedliche Toilettenpapier mit pinken Herzchen drauf. Es waren nur noch zwei Packungen da und ich habe mir gleich eine gesichert. Wie süß ist das bitte? Die nicht so spektakulären Sachen werde ich jetzt einfach auch nur mal kurz reinhalten. Einmal hier so, ja, Küchenrolle. Ich hätte jetzt fast gesagt Zewa, aber ist es ja nicht. Dann durfte auch wieder eine Zeitschrift mit. Und wer es noch nicht gesehen hat, das liebe ich ja immer. Hier ist diesmal auch eine Probe drinne von einer Sonnencreme. So sieht die Probe aus. Eine Taschentücherbox durfte mit und die macht richtig gute Laune. Fand ich richtig schön. Einmal Wattepads. Dann durfte auch eine Kosmetiktücherbox mit in diesem Design. Fand ich auch sehr schön, werde ich wahrscheinlich mir auf Arbeit hinstellen. So, jetzt alle männlichen Zuschauer einmal weggucken, aber es muss ja sein. Ja, was Frau so braucht. Und hier fand ich skurril, irgendwie ist das Design hier anders. Also ich habe die hier auch zum ersten Mal gesehen. Und nee, es stimmt, es gibt so rosa, ne? Aber nicht mit dem Logo so anders. Also irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das neu ist. Ja, mal schauen. Und dann auch noch eine Packung für To Go. Die sind hier so schön, sieht man nicht, aber die sind sehr diskret und schön eingepackt. Kann ich empfehlen, der Frauenwelt. Und ja, auch sowas durfte mit. Dann durften Maiswaffeln mit. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal. Nicht dreimal, nicht viermal, sondern fünfmal, weil ich alle Vorräte wieder auffüllen musste. Mein Fach war komplett leergefegt und ich suchte die zurzeit. Also ich esse die sehr, sehr gerne als Brotersatz, insofern das möglich ist. Und irgendwie bekommt mir das besser und ja. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie leckerer als Knäckebrot oder andere Alternativen, obwohl ich das auch hin und wieder mal mache. Aber das bleibt irgendwie schon über längere Zeit mein Favorit. Ja, jetzt komme auch so ganz langsam zu der spannenderen Geschichte. Das waren jetzt so die totalen Basics. Einmal Gemüseravioli. Kann man ruhig mal machen. Also es ist jetzt keine kulinarische Spezialität. Also ihr dürft nicht zu viel erwarten davon. Aber ganz ehrlich, um mal eben so was Warmes im Magen zu haben, hat das ganz okay gute Nährwerte. Und das kann man ruhig mal schnell in der Mikrowelle warm machen. Dann fand ich ja, dass die Brillenputztücher von Rewe ein bisschen so geschliert haben. Jetzt habe ich mal die mitgenommen von Visio Max. Genau, Visio Max. Das ist die DM-Eigenmarke und mal schauen, ob die vielleicht ein bisschen besser sind. Vielleicht sind sie auch genauso. Wir gucken mal. Auf jeden Fall waren sie sehr, sehr günstig vergleichsweise und ich habe das einfach immer gerne in der Handtasche. Eine Zahnpasta durfte mit. Eigentlich habe ich ja so meine Favoriten. Aber diesmal hatte ich irgendwie extrem Lust, diese hier mal wieder mitzunehmen. Die kenne ich noch aus jugendlicheren Zeiten.
Und ja, die stand auch immer bei den Eltern irgendwie rum meistens. Und irgendwie wurde ich da nostalgisch und wollte die mal wieder haben. Ob die gut war, keine Ahnung. Muss ich testen. Das war wieder ein bisschen teurer, aber ich muss sagen, es ist auch ergiebiger, als wie draufsteht. Ich trinke das so einmal am Tag. Und da durfte wieder mein Gerstengras mit. Den Tipp habe ich mir übrigens auch von YouTube geholt, dass das gut sein soll. Ich finde es tatsächlich nicht verkehrt. Ja, ich blende euch die Preise, wie gesagt, mit ein. Und ich mache das so. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Wer das mal ausprobieren möchte. Ich erzähle hier ja nur von meinen Erfahrungen. Ich habe den Anschein, es tut mir gut. Und ich tue immer einen gehäuften Teelöffel Pulver rein in ein Glas, was ich, naja, zu 2 Drittel mit Wasser fülle und 1 Drittel Apfelsaft mit rein für den Geschmack. Und ich glaube, dann wird das auch besser aufgenommen. Genau, und das schmeckt gut und das ist dann halt richtig grün. Also es sieht aus wie so Algenwasser. Und ja. Ich bilde mir halt ein, dass es mir gut tut und deswegen durfte es mit. Dann eine Gönnung, wo ich auch schon länger drauf gewartet habe, sind solche Beutel. Und ich habe mir jetzt endlich einen gegönnt. In rosa. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Das ist so ein DM. Hier sieht man auch das Logo. Was steht drauf? Eine Biotasche. Eine DM-Biotasche. Und ich habe das schon bei ganz vielen gesehen und habe auch das Konzept dahinter gut gefunden und verstanden. Also DM bietet zu unterschiedlichen Zeiten, also ich weiß jetzt nicht, ob das einmal im Monat ist oder einmal im Quartal oder wie auch immer, solche Öko-Taschen an, sozusagen, solche wiederverwendbaren Taschen. Und die gibt's immer, die kommen immer in verschiedenen Farben raus. Also ich glaube, die letzte war eher so ein Grünton. So ein ganz bestimmter Grünton hat mir nicht so gefallen. Hat zwar zu Frühling und zu Ostern so zu der ganzen Thematik hat's gepasst. Muss man mögen, aber ich habe jetzt auf eine schöne Farbe warten wollen. Und dann habe ich mir gesagt, dann schlägst du zu, wenn du irgendwas findest, was dir zusagt. Schlägst du zu, weil es gibt eigentlich immer nur eine Farbe. Und jetzt gab es rosa. Und da habe ich gedacht, jawohl, jetzt ist dein Moment gekommen. Und das Schöne ist, ich habe gehört, wenn die irgendwie kaputt gehen sollten oder nicht mehr schön sind, einfach ausgelatscht oder ja, ich will jetzt nicht sagen dreckig, aber ihr wisst schon, also wenn die irgendwie ausgenudelt sind, diese Taschen, dann kann man die kostenlos umtauschen. Da muss man halt gucken, ob es gerade eine Farbe gibt, die man möchte. Und wenn die jetzt nach einem Jahr oder so nicht mehr schick ist, der Beutel, dann gehe ich wieder in DM, gebe den rosanen Beutel zurück und tausche die gegen eine blaue oder so. Und so geht das immer weiter. Und das finde ich eine richtig gute Sache, weil die sind schick. Die haben eine perfekte Größe, sowohl zum Einkaufen als auch für den Alltag. Und rosa, ganz ehrlich, da kann man nichts verkehrt machen damit. Also ich habe mich übelst über den Beutel gefreut. Jetzt sind so die random Sachen auch vorbei. Jetzt kommen so die interessanteren, kleineren Sachen. Zum einen habe ich entdeckt, gibt's wohl neu, Mini-Kokosreiswaffeln mit Zartbitterschokolade. Fand ich sehr ansprechend. So sehen die aus. Dann habe ich mir von Baby Love diesen Fencheltee mitgenommen. Fragt nicht warum, ich hätte auch einen normalen Fencheltee einfach nehmen können, aber ich finde das so harmonisch und irgendwie schön und so ein toller Grünton. Und ich bin ja so ein Farbmensch und Duftmensch und ja. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber ich fand die Aufmachung schön und deswegen wurde es der Fencheltee aus der Babyabteilung. Wer schon mal wieder bei DM war oder mein letztes Video gesehen hat, wo ich euch mitgenommen habe zu einem kleinen Rundgang in der DM,
der hat gesehen, dass es mega viele Balea-Duschgele gibt, alle so sommerlich gehalten. Ich hätte sie am liebsten alle mitgenommen einmal, aber das verbraucht man ja dann auch nicht. Mich freut es ja auch, dass die zumindest in unseren DM wieder günstiger geworden sind. Aber was ich mir jedes Jahr kaufe, und das ist ein All-Time-Favorite, ist dieses Balea After Sun Duschgel. Also das kann ich euch empfehlen. Es hält nicht ewig. Das ist halt Balea, das ist günstig, aber das macht so gute Laune und riecht nach Sommer auf der Haut. Und ja, ich lieb's und deswegen durfte es mit. Das ist für mich der Sommerduft. Ich habe da nur gute Erinnerungen dran und ich freue mich, das in der Dusche zu haben. Wer das aber nachkaufen möchte, also es steht manchmal mit bei den Sonnenprodukten und manchmal steht es mit bei den regulären Duschgelen. Also das ist unterschiedlich. Da müsst ihr mal schauen, wie das euer DM sortiert hat. Dann hätte ich mir auch liebend gerne wieder einen Duft mitgenommen. Ich habe aber im Parfümregal tatsächlich mich durchgetestet und bin auf nichts hängen geblieben, so richtig. Ich fand zwar ein, zwei Düfte ganz gut, aber irgendwie dachte ich mir, nee, doch nicht. Und dann dasselbe nochmal in der Deo-Abteilung. Und da bin ich aber fündig geworden. Und natürlich haben wir alle einen unterschiedlichen Geschmack. Ich rede jetzt nur von mir. Aber ich habe zwei neue Deos mitgenommen. Einmal hätte ich nie gedacht, dass mir das gefällt. Bruno Banani, dieses Lilane hier, Magic Woman. Das gibt es auch noch in Pink. Das Pinke war auch nicht schlecht. Aber das Pinke war ein bisschen sehr tussig. Also ein bisschen, das hat noch was Quietschiges gehabt. Wer da drauf aber steht, für den ist es perfekt. Das hier kam mir ein bisschen, ein klein bisschen abgeändert und harmonischer entgegen. Ja, also das ist sportlich, aber elegant. Und das kann man jetzt so in dieser Frühlings-Sommer-Übergangszeit richtig gut tragen, den Duft. Also da musste ich mich jetzt auch zusammenreißen, dass ich das Video noch abgedreht bekomme, ohne dass ich das vorher leer mache. Weil darauf habe ich mich auch schon gefreut. Es soll übrigens nach Beeren und Lilie riechen. Also ich finde es ein richtig guter Mix. Und was ich auch noch richtig gut fand, war von Tesori dieses schwarze Hammam. Das gibt es jetzt auch als Deo. Und das riecht auch gleichzeitig noch so ein bisschen geheimnisvoll und ja, das soll duften nach Arganöl und Orangenblüte. Und ich finde das total stimmig, total toll. Also das sind zwei Deos, die machen auf jeden Fall gute Laune. Dann durften auch wieder unspektakulär zwei Zahnbürsten mitkommen. Einmal blau, einmal lila. Irgendwie haben die da nicht so viel Abwechslung. Da würde ich mir mal ein paar andere Farben wünschen. Und dazu passend auch wieder eine Mundspülung. Diesmal hatte ich mal wieder Lust auf was anderes. Ansonsten nehme ich die Lilane sehr gern. Aber diesmal wurde es die Sensitiv-Variante. Es gab auch sehr, sehr viele neue Kerzen, die mir zugesagt haben. Aber man kann ja nicht alles kaufen. Ich meine, der Einkauf war jetzt schon über 100 Euro. Deswegen habe ich mich darauf reduziert, nur eine mitzunehmen. Und es wurde letztendlich diese hier von Glade. Und zwar ist das so Basilikum und Minze. Das Basilikum kommt sehr stark durch. Also das ist mit Sicherheit nichts für jeden Geschmack. Aber wie gesagt, ich kann es nur betonen, schnuppert da ruhig mal dran. Also ich erfreue mich an sowas total, auch wenn ich letztendlich mal nichts kaufe. Aber ich finde das total wie in einem Kräutergarten. Also wie so ein frischer Drink, wie so ein mit Minze dekorierter Cocktail. Also wirklich richtig schön gemacht. Und auch für die Dusche durfte was mitkommen. Ich habe jetzt hier erstmal zwei Sachen vor mir liegen. Einmal von Palmolive Aroma Essence Love.
Das ist neu. Ja, die Farbe ist halt einfach Programm. Rosen- und Pfingstrosenduft. Ich schnupper noch mal dran mit euch. Ja, also das riecht ein bisschen, also das erinnert mich an Herbal Essence, das Pinke von damals. Von ganz damals, dieses Kolorierungs-Spülungszeug und Shampoo. Ja, das war, glaube ich, auch damals die Pfingstrose. Ja, also es riecht sehr, sehr ähnlich mit dem. Finde ich sehr, sehr gut. Und so richtig Kult. Ich hatte davon ewig nichts mehr gekauft. Jetzt hab ich es doch mal wieder getan und fühle mich wie 15 oder wie 12. Ich weiß es nicht. Bilou Duschgel oder Duschschaum. Oh, ich habe die damals gesuchtet. Ich hatte damals fast alle Sorten, obwohl das total teuer war damals. Und das hier riecht auch richtig süß und richtig, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und das soll riechen nach Vanille, Waldbeere und Cranberry-Duft. Also es ist halt extrem süß und fancy, wie man das so kennt von Bilou-Düften. Da riecht man irgendwie immer wie ein Bonbon hinterher. Und irgendwie fand ich dieses chemische mal cool. Ich wollte es einfach mal haben. Dann kommen nochmal drei richtig gute Haarprodukte. Die habe ich mir von einem TikTok-Friseur abgeguckt, der Tom Hannemann oder so ähnlich. Und der ist mit einer Freundin oder Kundin oder Probandin in die DM gegangen und hat geschaut, was für ihren Haartyp passt. Auch so, dass man in einem gewissen Budget bleibt, dass es jetzt nicht High-End ist oder so. Und genau diese Produkte habe ich mir auch nachgekauft, in der Hoffnung, dass das für meine Haare auch funktionieren könnte. Und ich zeige die euch jetzt einfach nur mal. Ich hätte es auch gern nochmal so erklärt, wie er es erzählt hat. Aber ich habe den Beitrag leider nicht mehr gefunden und ich hatte ihn mir auch nicht gespeichert, sondern nur gescreenshottet. Und ich muss erst mal gucken, wie genau, in welcher Reihenfolge das alles kommt. Auf jeden Fall geht's los mit diesem Shampoo von Ghoul. Das ist halt speziell für fettige Kopfhaut oder schnell fettende Kopfhaut. Das ist mit Zitronenmelisse, also ist eher so natürlich, kräutrig, duftend wieder. Und dazu, ja, das sind Sachen, die ich noch nicht so in der Hand hatte. Ich habe es mir jetzt erstmal nur besorgt und ich werde noch rausbekommen, in welcher Reihenfolge und wie lange. Und zwar einmal der Pro Filler von John Frieda. Genau. Das ist ein kräftigendes Fluid, was wohl gegen Haarbruch ist und so weiter und so fort. Und das kann wohl auch drinne bleiben und soll in die Länge gegeben werden. Das geht im trockenen und im nassen Zustand. Das habe ich schon gelesen, als ich vorm Regal stand. Dazu kann man dann noch, um die Farbe zu erhalten, dieses hier drauf geben. Das habe ich jetzt auch schon bei sehr, sehr vielen gesehen, dass sie das weiterempfehlen. Auch, also das ist auch jetzt nicht nur speziell für Blondinen, obwohl das jetzt natürlich mein Blond ausgleichen soll. Aber dieses Glossing von Schwarzkopf gibt es auch für also für gar keine Farbe, also dass es nur die Haare glossig macht, also unabhängig von der Haarfarbe, sozusagen ja ein neutrales Glossing. Und gibt es auch noch für andere Haarfarben, also ich meine noch braun auf jeden Fall gesehen zu haben, aber ich habe mich jetzt hier natürlich auf blond geschmissen, auf ein kühles Blond, und wir werden mal sehen, ob das irgendwas bringt. Genau, ich lasse mich überraschen. Habe ich mir Masken fürs Gesicht mitgenommen. Und zwar ganze 4 Stück, also jede Sorte zum Ausprobieren. Einmal Avocado, Cucumber und Almond Butter. Das sind alles Tuchmasken von Beauty. Watermelon, Pineapple und Coconut Butter. Ich fand die auch preislich sogar noch okay. Aloe Vera, Olive Oil und Shea Butter.
und Carrot, Papaya und Mango-Butter. Dann durfte auch ein neuer Beauty-Blender mit. Meiner zerfällt jetzt schon langsam und wird langsam unhygienisch. Deswegen habe ich mir diesen hier aus dieser Sonderedition mitgenommen. Dann gibt es von Sundance ganz viele neue Sonnenschutzseren. Und auch mein TikTok-Wissen besagt, dass die alle sehr ähnlich formuliert sein sollen. Also ihr braucht euch da nicht alle kaufen davon. Das wäre totaler Quatsch. Ich habe jetzt hier das Hydro Plus Sonnenschutzserum mit Lichtschutzfaktor 50 mitgenommen. Bin sehr gespannt, wie sich's mit meiner Haut verträgt. Und ja, das ist halt mit Glycerin, Panthenol und Squalan. Und ich hoffe, dass ich das gut vertrage. Klingt auf jeden Fall sympathisch. Und ja, ich bin ein kleines Opfer. Ich habe mir Make-up mitgenommen in so einem Paket hier, wo so ein gratis Blush mit dabei ist. Sowas liebe ich eigentlich. Und ich fand den Blush auch sehr, sehr schön von L'Oréal. Nur ist das Make-up, das habe ich mir wirklich schön geredet, weil es war auch das Letzte, was so dastand. Und das Make-up ist mir eigentlich viel zu dunkel und ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Das ist die 3 und ich sag mal so, also ich habe eigentlich immer die hellste Stufe. Und ich sag mal, die 2 wär dieses L'Oréal. Ach, ich kann es gerade nicht erkennen. Aber wer sich damit auskennt mit diesen L'Oréal-Dingern, der weiß, 1 ist sehr hell, die 2 ist dann schon ich im Hochsommer. Also wirklich, also mehr wird es bei mir eigentlich auch nicht. Und ja, das ist jetzt die 3. Also das heißt, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als das zu mixen mit irgendwas Hellem. Weil ansonsten ist es für mich eigentlich unbrauchbar. Also ich bin manchmal unlogisch bei sowas. Ich wollte unbedingt den Blush haben, so als Set, aber eigentlich ist mir die Farbe viel zu dunkel. Na, also ihr seht ja den Unterschied, ne? Also ja, was ich mir dabei wieder gedacht habe. Aber ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin, indem ich das halt mixe. Also ansonsten muss ich es wahrscheinlich zum Konturieren nehmen oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, es wäre jetzt ärgerlich. Ansonsten muss ich es verschenken an jemand, der gebräunt ist. Dann passend zum Make-up musste auch mal wieder was zum Abschminken mitkommen. Und da habe ich mich diesmal für Nivea entschieden. Einfach weil ich die Sorte ansprechend fand. Das ist jetzt mit einem Aminosäurekomplex und sah irgendwie ganz Vitamin C-mäßig aus. Ich weiß nicht, ob da Vitamin C drin ist. Ja, auf jeden Fall habe ich mir irgendwas dabei erhofft und gedacht. Mal schauen, ob das gut ist. Dann durfte noch ein Spülmittel mit. Ja, Sommerglück. Ist jetzt mal auf und schnuppert dran. Das riecht nach Ananas, kann ich schon mal sagen. Was ich auch dringend gebraucht habe, war Weichspüler und da habe ich mich für diese hier entschieden. Für diesen. Das ist die Aromatherapie Bezaubernde Magnolie und das fand ich auch sehr, sehr schön. Also ja, durfte mit. Dann, das habe ich eigentlich auch gar nicht wirklich gebraucht, aber es hat mich irgendwie angesprochen. Und dann hatte ich auch noch dran gerochen und dann habe ich mir hier so ein Flüssigwaschmittel mitgenommen, obwohl ich noch ganz viel davon zu Hause habe. Aber das war jetzt Lagoon Freshness und das hat mich schon wieder so gecatcht, dass ich mir gedacht habe, ach komm, Limited Edition, irgendwie wird es schon leer und ja, das war auch irgendwie so sommermäßig, fand ich ganz cool. Dann durfte mit zwei Getränke, beziehungsweise ich möchte es eigentlich nutzen wie so eine Art Sirup. Einmal Aronia-Saft. Soll ja super mega gesund sein. Also Aronia ist ja auch wie so ein Superfood, kann man sagen.
Und das hier ist 100% Saft und das schmeckt natürlich. Also wenn man das so trinkt, ist es auch bitter und so. Aber ich werde mir das in meine Wasserflasche geben. Immer so ein Shot in eine Wasserflasche oder so. Und das dann über den Tag verteilt trinken. Und dann habe ich gleichzeitig Geschmack und habe mir was Gutes getan. Und das war so die Idee dahinter. Und so eine Flasche, die kann man auch anbrechen. Und ich sage mal, eine Woche kann man die schon, wenn man die in den Kühlschrank tut, kann man die über die ganze Woche verteilt leer machen. Und man hat sich was Gutes getan, hat Geschmack im Getränk. Also viel besser geht's ja nicht. Und so ähnlich gedacht, aber weiß ich nicht, ob ich das nicht als Shot trinke, pur. Da habe ich mir einmal Aloe Vera mitgenommen. Das soll ja quasi von innen heilen und pflegen und Feuchtigkeit spenden und für vieles gut sein. Und ich weiß, meine Mutter hat das viele, viele Jahre getrunken von einer anderen Firma irgendwie. Das war auch recht teuer. Und da hat die immer so Schottgläser getrunken über ganz lange Zeit und war davon total überzeugt. Und ja, das möchte ich jetzt einfach auch mal austesten. Dann durften Kaugummis mit. Wieder meine Airwaves. Eigentlich zwei Packungen, aber ich finde jetzt gerade nur die eine. Einmal noch was zum Baden. Da wurde es diesmal wieder Palmoliv. Dieses Lilane hier, dieses Relax. Das gibt es auch als Duschgel. Ich glaube sogar als Schaumbad ist das sogar neu, kann das sein? Also ich habe das sonst immer nur als Duschgel wahrgenommen. Und das ist auch ein schöner Duft, also kann man machen. Auch noch so ein kleiner Tipp, aber das haben auch viele schon gehört, also das ist jetzt nicht von mir, das wissen eigentlich mittlerweile die meisten, die so, ja, die informiert sind über TikTok und Instagram. Ich habe mir Kokosöl mitgenommen und damit möchte ich jetzt sowohl im Haushalt mehr arbeiten als auch zum Ölziehen, um die Zähne weißer zu machen, aber eben auf eine natürliche Weise und nicht mit irgendwelchen angreifenden Zahnpastas. Genau, Öl ziehen. Als Schönheits-Beauty-Tipp des Tages. Ich fand es schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar oder auch ein kostenloses Abo. Und bis zum nächsten Mal.